Mit unserem Gast, den ich bei uns im Studio begrüßen möchte, Professor Burak Çopur. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend, Herr Makatschi. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr. Herr Çopur, ich habe es gerade schon ein bisschen erklärt. Wir haben gerade zwei verschiedene Zahlen, die einlaufen, parallel. Nachrichtenagentur Ankar, Nachrichtenagentur Anadolu. Die eine sieht Erdogan deutlicher vorne, die andere sieht ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Katharina Willinger, unsere Korrespondentin, hat eben gesprochen von einem Kampf der Zahlen. Können Sie diesen Kampf der Zahlen ein bisschen erklären, erläutern? Ja, das ist tatsächlich immer wieder in der Türkei zu beobachten bei den Wahlen, dass es hier eine große Verwirrung gibt, nämlich einerseits die Angaben der Anadolu Agency, also der staatlichen Agentur, und die sozusagen Angaben der Opposition, jetzt diesmal durch die Ankar. Und hier sehen wir immer eine Diskrepanz. Das haben wir auch in den letzten Jahren gesehen. Das hat einfach damit zu tun, dass die Zahlen der staatlichen Agentur sozusagen als erstes die AKP-Hochburgen zeigen und dadurch natürlich durch die gleichgeschalteten Medien der Eindruck entsteht, Recep Tayyip Erdogan gewinnt die Wahlen. Also wir sind ja jetzt bei offiziell, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen bei 46% für Recep Tayyip Erdogan und Kemal Kılıçdaroğlu bei 47%. Das sind die Angaben der unterschriebenen Protokolle der Wahlvorstände. Dann haben wir parallel die Zahlen der staatlichen Agentur, die bereits schon sozusagen Erdogans sozusagen Sieg im Prinzip deutlich macht. Und das ist im Prinzip eine Wahlstrategie auch der Regierung, hier eine Stimmung des Wahlsieges in der Bevölkerung zu zeigen und dann am Ende, so hat es Präsident Erdogan immer gemacht, dann sozusagen seinen Wahlsieg auszurufen. Und er hat im Hintergrund natürlich nochmal den Hohen Wahlausschuss, JSK, der das dann amtlich auch nochmal erklären kann. Und da ist der Rechtsweg dann ausgeschlossen. Ich höre daraus, Herr Çopur, das wird heute Abend noch ein bisschen Zahlenkuddelmuddel auf jeden Fall werden. Wir werden da ja Erhellungen reinbringen, gemeinsam in der nächsten Zeit, solange wir hier auf Sendung sind. Schön, dass wir weitersprechen können. Ja, freut mich. Frau Roth hat gerade gesprochen von der Wichtigkeit dieser Wahl. In den vergangenen Tagen war oft zu lesen auch der Begriff Schicksalswahl. Inwieweit trifft es das aus Ihrer Sicht? Naja, es ist schon eine Schicksalswahl, nämlich die Türkei entscheidet ja heute, möchte sie zurück in eine parlamentarische Demokratie oder möchte sie den Weg einer Autokratie unter Präsident Erdogan weitergehen. Und das ist schon eine große Schicksalswahl in dem Sinne, weil ein Zurück zur Demokratie bedeutet nämlich, dass die Menschen aufatmen können. Die Journalisten nicht verfolgt werden, die Opposition nicht kriminalisiert wird, auch insbesondere die pro-kurdische HDP, die ja massiv vor den Wahlen kriminalisiert wurde und auch viele von deren Mitgliedern und Journalisten wurden sozusagen festgenommen vor den Wahlen. Das heißt, ein Zurück zur parlamentarischen Demokratie würde eine Normalisierung bedeuten, würde aber auch bedeuten, dass man so Jahrhundertfragen wie die Kurdenfrage lösen kann, gemeinsam mit der pro-kurdischen HDP, mit dem Sechserbündnis vermutlich und hier auch wichtige, sag ich mal, Baustellen, zentrale Baustellen der Türkei einfach aus dem Weg räumt und die Möglichkeit für die Türkei ist, wieder einen Sprung nach vorne zu machen. Ein Zurück zu parlamentarischen Demokratie bedeutet mehr Pressefreiheit, Meinungsfreiheit und bedeutet auch, dass es weniger Konflikt auch hier in Deutschland gibt. Also das wird auch der Integration hier in Deutschland förderlich sein. Wenn die Türkei sich für Präsident Erdogan entscheiden wird, also für ein Weiter-so, dann wird es konfliktreicher werden, auch mit Blick auf außenpolitische Beziehungen zu unseren Nachbarländern, aber auch mit Blick auf die Innenpolitik der Türkei. Das heißt, das Land wird unter Präsident Erdogan nicht zur Ruhe kommen. Sie haben ja auch den Wahlkampf verfolgt, mit Sicherheit in den vergangenen Tagen und Wochen. Das sah ja am Anfang so aus, als wäre der Wahlkampf für türkische Verhältnisse relativ friedlich. Jetzt hat er aber dann doch noch mal an Schärfe gewonnen in den vergangenen Tagen. Es gab Wahlkampfauftritte auch von Kemal Kılıçdaroğlu, wo er mit Schussweste auch auftreten musste, weil es Befürchtungen eben gab,
Es könnte beispielsweise ein Attentat auf ihn verübt werden. Was sagt denn diese Verschärfung, dieser aggressive Ton auf der Schlussgeraden des Wahlkampfs nochmal über die Bedeutung der Wahl zusätzlich? Ja, es gab tatsächlich große Ausschreitungen, auch Angriffe gegenüber der Opposition. In Erzurum beispielsweise wurde Ekrem İmamoğlu, der Oberbürgermeister von Istanbul, vor den Augen der türkischen Polizei mit Steinen angegriffen, sodass er seinen Wahlkampf abbrechen musste quasi. Und das zeigt eigentlich, welche Bedeutung diese Wahl auch für Präsident Erdogan hat. Nämlich, es geht hier um alles oder nichts für Präsident Erdogan. Wenn er diese Wahl verliert, hat er wirklich viel zu verlieren. Nicht nur seine politische Macht, auch ganz viel Vermögen. Zum guten Ton, in Anführungszeichen, im türkischen Wahlkampf gehört es ja immer so ein bisschen, den Gegner zu diskreditieren. Lassen wir dieses sich gegenseitig diskreditieren mal kurz außen vor. Was waren denn die großen Themen, die diesen Wahlkampf geprägt haben? Ja, die großen Themen, die liegen ja auf der Hand. Die Wirtschaft, also die Wirtschaft ist am Ende. Das Land ist tatsächlich bankrott, so wie es auch Claudia Roth gesagt hat. Das Land hat eine große Katastrophe hinter sich, nämlich die Erdbebenkatastrophe, wo über 50.000 Menschen gestorben sind. Und das Land steht vor einem Scherbenhaufen. Und diesen Scherbenhaufen muss natürlich die Opposition, falls sie die Wahl gewinnt, wieder versuchen zu bereinigen und das Land nach vorne zu bringen. Und das wird eine große Mammutsaufgabe für die Opposition. Sie haben gerade kurz schon das Erdbeben, die Erdbebenkatastrophe angesprochen. Für den Umgang, für das Management, für die Hilfe, die sehr schleppend anlief, auch mit Blick auf diese Erdbebenkrise, ist die Regierung in Ankara, ist Präsident Erdogan ja auch massiv kritisiert worden. Aus Ihrer Sicht, Ihrer Einschätzung nach, wie viele Wählerstimmen hat Ihnen das denn gekostet? Wie viele Anhänger sind denn deshalb von ihm abgewichen? Ja, das ist tatsächlich ganz interessant, dass die Erdbebenkatastrophe im Prinzip keine Auswirkungen auf die Umfragewerte von Präsident Erdogan hatte. Ja, es sind 50.000 Menschen gestorben. Es ist auch keiner in der Regierung zurückgetreten, obwohl es auch hier politische Verantwortung gab. Aber das hat sich nicht gezeigt in den Umfragewerten. Und das zeigt sich jetzt auch nicht an diesem Kopf-an-Kopf-Rennen. Präsident Erdogan hat, wenn man den offiziellen Angaben der unterschriebenen Protokolle der Wahlvorstände Glauben schenkt, ist das ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wo Kemal Kılıçdaroğlu im Prinzip nur mit 1% vorne ist. Und Recep Tayyip Erdogan immerhin noch 46% hat, trotz Wirtschaftskrise und trotz Erdbebenkatastrophe.